Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nachdem mich ganz, ganz viele gefragt haben, ob ich nicht zeigen könnte, wie ich unsere Wickelkommode organisiert habe, also alles, was darin enthalten ist, beziehungsweise wie ich alles angeordnet habe, drehe ich euch natürlich sehr, sehr gerne dieses Video ab. Sorry fürs Licht, also irgendwie wird es nicht besser, aber gut, dank der Jahreszeit brauchen wir uns da ja auch nicht zu wundern. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, dann bleibt jetzt auf jeden Fall mit dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Und hier ist sie, unsere Wickelkommode. So sieht sie also aus und wer unsere Roomtour gesehen hat, wird schon wissen, von welcher Marke das ist und so weiter, aber ich sage es gerne nochmal dazu. Und zwar ist unser Kinderzimmer von Kidsmill und ich habe mich für diese Serie hier entschieden, weil ich fand, dass das ganz gut zum restlichen Interieur passt. Hier die Füße, die gibt es auch in Buche, aber ich fand eben, dass es besser zum Parkettboden passt. Ansonsten ist das Ganze in Hochglanz, das gibt es auch noch in Matt und hier oben drauf habe ich das Ganze jetzt so arrangiert. Hier die Wickelauflage ist von Julius Zöllner, also das unten drunter. Ich habe einfach nur dieses Teil noch von Kidsmill drauf gemacht. Das kann man natürlich auch waschen, habe ich des Öfteren auch schon gewaschen und ich habe dieses Teil hier drauf schon seit Geburt, also natürlich zwischendurch ganz oft gewaschen logischerweise, aber ich wollte es so eben drauf machen, damit, wenn das schmutzig wird, damit es eben als Schutz nochmal dient, weil man weiß es ja, ne, es wird ja schnell schmutzig und dann wäre es total doof, wenn man das ständig waschen muss. Und deshalb einfach dieses kleine Tüchlein hier noch drauf, das ist passend, wie ich finde, hier zu Liams Punkte, die er ja total liebt. Und ansonsten habe ich hier drüben diese drei Körbchen. Hier sind einmal die Windeln drin, dann habe ich diese Waschlappen hier noch und da ist noch so ein bisschen Spielzeug, damit er eben beschäftigt ist, während ich ihn wickel. Hier dieses Teilchen, das haben wir zur Geburt geschenkt bekommen, total süß mit dem Engel. Hier steht noch sein Name drauf und hier habe ich dann eben noch seine Pflegeprodukte. Eine schöne weiche Bürste, damit wird er morgens dann eben immer schick gemacht. Feuchttücher und die habe ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen gekauft. Die hat er jetzt aber erst einmal angehabt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier weiter. So, dann fangen wir mal mit der obersten Schublade an. So sieht es jetzt im Überblick aus. Der Liam hat tatsächlich nur das jetzt an Klamotten, die ihm passen. Alle anderen Sachen, die ihm noch zu groß sind, sind drüben im Kleiderschrank. Ich finde, gerade so kleine Kinder brauchen gar nicht so viel, weil sie ja sehr schnell rauswachsen und dann ärgert man sich nur. Also hier habe ich jetzt die Hosen vom Liam, wobei ich dazu sagen muss, dass hier auch noch Jogginghosen dabei sind, beziehungsweise auch Pyjamas. Und hier hat er seine Longsleeves, hier hat er zwei Pullis zum Beispiel. Hier ist noch ein Cardigan und hier sind eben auch noch Pyjamas. Also ihr seht, es ist recht übersichtlich, es ist wirklich nicht viel. Und wir haben ja heutzutage alle eine Waschmaschine und deshalb, ja, finde ich, ist das wirklich ausreichend. Ich habe jetzt hier noch die Kurzarmbodies, die gehen bis hier. Hier habe ich noch ein paar T-Shirts, weil ich gerne Cardigans anziehe, also eine Hose, ein Cardigan und unten drunter eben ein T-Shirt, damit er nicht so arg schwitzt. Hier habe ich dann die Langarmbodies und hier habe ich die Söckchen. Diese Aufbewahrungsteile hier, die habe ich bei einem Shop von Instagram entdeckt. Die finde ich sehr, sehr praktisch, weil man dann einfach nur so reingreifen muss und das passende Teil dann eben hat. Ich habe verschiedene Größen, hatte ich euch auch schon mal unten im Kinderbad gezeigt. Die sind etwas höher und da hatte ich die ganzen Handtücher reinsortiert. Die gibt es eben auch so hier, wie ihr hier hinten seht, in länglich. Dann eben etwas schmäler, zum Beispiel so, etwas höher. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Und ja, ich finde es eben sehr, sehr praktisch. Ich habe zum Beispiel auch nur eine einzige Jeanshose für den Liam, weil ich finde, gerade für so kleine Babys, das ist sehr, sehr unpassend, wenn der Stoff so fest ist bei den Jeanshosen. Und das ist jetzt bei der hier nicht der Fall. Ich finde die sehr, sehr schick. So sieht die zum Beispiel aus. Die kombiniere ich sehr, sehr gerne eben zum Beispiel mit dem Cardigan und einem T-Shirt. Kann ich euch gerne mal zeigen. Zum Beispiel dieses hier. So wäre das jetzt zum Beispiel die Kombi. Wobei ich sagen muss, dass ich dem Liam wirklich super gerne solche Hosen hier anziehe, die sehr, sehr praktisch sind, sehr bequem. Hier eben auch, wenn wir unterwegs sind zum Beispiel, sieht es auch schick aus, wenn man das schön kombiniert. Hier zum Beispiel mit so einem Pulli. Oder eben einem Longsleeve, also ja, kann man vielseitig quasi anziehen, so jetzt zum Beispiel. Und ansonsten diese Hosen hier kann ich euch wirklich empfehlen, die sind zum Beispiel von Zara, sehr, sehr bequem, gerade für so kleine Kinder, ja, macht es eigentlich keinen Sinn, so feste Jeanshosen anzuziehen. Und wenn ich ihm zum Beispiel solche gemütlichen Jogginghosen anziehe und ein dünnes Longsleeve, dann ziehe ich ihm auch super gerne zum Beispiel so eine Jacke drüber,
so sieht die jetzt aus. Ich hänge die dann einfach immer hier hin und dann habe ich die auch parat, damit er nicht schwitzt, wenn wir irgendwo hingehen. Das ist halt eine sehr dünne Jacke, so sieht die jetzt aus. Und das kann man dann eben vielseitig kombinieren, weil die eben ja sehr neutral ist. Hier drüben gerade noch dieses Teilchen hier gefunden, das hatte ich hier reingepackt, damit ihr das nochmal seht, von wem, von welchem Shop die Aufbewahrungsteile sind. Also falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen, aber ich werde sowieso versuchen, euch alles unten in der Infobox zu verlinken, falls euch irgendwas interessiert. Dann schreibt mir das trotzdem sehr, sehr gerne, falls ich was vergessen habe. Kommen wir zur untersten Schublade und zwar sieht die jetzt so aus. Die ganzen Windeln, eine Wärmflasche, dann habe ich hier Wickelunterlagen und Wattepads und ich habe Schwimmwindeln. Die habe ich auch hier immer zur Hand, weil wir sehr oft schwimmen gehen und deshalb habe ich sie einfach hier griffbereit. Ansonsten habe ich jetzt hier Wickelunterlagen, die ich nicht verwende. Ich bin ehrlich, ich habe bisher eine einzige benötigt. Mir wurde allerdings ganz am Anfang dazu geraten, ganz viele davon zu besorgen, aber wie gesagt, also wenn wir unterwegs sind, da habe ich meistens ein Tuch dabei, aber gut, so ist es. Das ist eben die Erfahrung. Dann hier auf der Seite habe ich ein paar Sachen untergebracht, die ich jetzt nicht jeden Tag benötige. Zum einen zum Beispiel seine Karten, die er zur Geburt bekommen hat. Die habe ich hier in diesen Karton rein. Ansonsten habe ich jetzt hier ein Kirschkernkissen. Das war auch noch zur Geburt. Ein Geburtswichtel als Geschenk. Und ja, so ein paar Sachen, die ich jetzt, wie gesagt, nicht benötige. Hier unter anderem mal wieder Wickelunterlagen. Ansonsten habe ich jetzt hier noch ein Tragetuch, das ich ganz am Anfang nach der Geburt verwendet habe. Das habe ich jetzt gewaschen und schon weggepackt, weil es jetzt für sein Gewicht nicht mehr geeignet ist. Und hier habe ich zum Beispiel noch ein Handtuch, das hat er zur Taufe bekommen, aber da habe ich jetzt im Moment ein anderes in Gebrauch und deshalb habe ich es jetzt erstmal weggepackt. So viel zu dieser Schublade. Dann habe ich hier drüben diese Teile hier befestigt. Die hatte ich bei IKEA gekauft, aber ich bin ehrlich, ich habe die bisher noch überhaupt nie verwendet. Außer, dass ich hier seinen Bademantel drüber gehängt habe. Hier könnte man natürlich Schnuller reinpacken oder ein Spielzeug. Aber das soll sich definitiv in Zukunft ändern, dass ich die auf jeden Fall verwende. Und das war es jetzt eigentlich soweit von unserer Wickelkommode. So sieht es jetzt nochmal im Ganzen aus. Vielleicht war ja eine kleine Inspiration für euch dabei, meine Lieben, da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen, falls ihr irgendwas entdeckt habt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut und bis bald. Ciao!